Ja, moin, moin, meine Yu-Gi-Oh! Freunde und herzlich willkommen zurück. Ja, heute geht's weiter mit der Zexholz-Kampagne. Ja, Nelson ist heute unser Gegner mit seinem Sternenspatzen-Deck. Und ja, ich habe ja gestern schon gesagt, dass er eine abgedrehte Frisur hat und seine Brille, naja, hat auch ein Cape hinten. Und ich weiß nicht, ob das da rechts an seiner Hüfte ein Schwert sein soll oder so, keine Ahnung, ob das irgendein Ritter sein soll oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, mit was für Decks die Leute spielen. Übrigens, heute ist Samstag, morgen gibt es wieder ein neues Deck-Tutorial-Video. Also guckt sie euch nochmal an. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Ja, wir hatten ja Kristall, hatten wir schon. Wir hatten schon das blauäugige Seas. Und dann hatten wir das Cyberdrachen-Deck, genau. Musste ich jetzt mal kurz überlegen. Und ja, vielleicht das Lichtdeck oder das Exodia-Deck. Was ich euch ans Herz legen kann, das ist das Deck, das Burner-Deck, mit dem wir übrigens heute auch spielen. Weil dieses Deck ist eigentlich auch ideal da, um oder geeignet, um Karten zu farmen. Natürlich haben wir natürlich wieder verloren bei Papiersteinschere. So, unter anderem, er lässt uns erstmal anfangen. Wahrscheinlich, weil wir die bezaubernde Akiza haben als Spielerbild. Nein, die Leute, die Monkey D. Luffy war es, glaube ich. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, er hatte mich gefragt, wie ich denn, oder besser gesagt, er hat sich ein Deck gebaut, wie er sich denn ein neues Deck bauen kann, ohne das erste wegschmeißen zu können. Und ja, da musst du auf jeden Fall am besten wäre es natürlich, wenn du dir den Part bis zum Ende anguckst. Ja, komm, wir setzen den erstmal so. Den lassen wir auch erstmal so und passen erstmal. Wir möchten nämlich, dass unser Cyberteil angegriffen wird. Ja, den Part bis zuletzt angucken. Ich denke mal, ich werde dann hinten nochmal, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten dranhängen, wo ich dann nochmal im Deck-Tutorial bin und wo ich dir dann das zeige, wie du das machen kannst und werde dir dann auch noch den ein oder anderen Tipp dazu sagen, wie du es dann am besten machen kannst oder dir etwas einfacher machen kannst. Und ja, angreifen würde er anscheinend nicht. Finde ich leicht ätzend. Und ja, wir haben ja eigentlich so, komm, wir müssen auf jeden Fall Karten ziehen, deswegen tun wir jetzt ganz einfach unsere Marshmallow und opfern. Und warum? Weil wir es können. Und ja, so, jetzt, Olli, jetzt bist du dran. Du hattest mir das letzte Mal, wir könnten das, komm, wir machen das so und den könnten wir notfalls auch nochmal machen. Du hattest das letzte Mal in die Kommentare geschrieben, wo ich über das Folgeprojekt geredet habe, dass ich von Assassin's Creed gesprochen hätte. Nein, es tut mir leid, Assassin's Creed meinte ich nicht. Es war ein anderes Spiel, es war ein Kult-Anime-Spiel, wobei ich sagen muss, du hattest das auch schon geschaut und hattest mich auch mal gefragt, ob ich dazu auch mal noch ein paar Playlists machen könnte. Und ja, komm, ich möchte auf jeden Fall, dass er mich angreift. Okay, er macht genau mit den richtigen. Da werden wir jetzt auf jeden Fall die aktivieren. Er kriegt jetzt schon mal 2500 Damage. Oh, ich liebe es, mit ihren eigenen Karten sie zu fisten, Alter. So, jetzt aktivieren wir unseren einfachen materialischen Reflektor, den Schleim oder so. Nein, nicht aktivieren. Und ja. So, jetzt haben wir ein Stufe 10er Monster. Am besten wäre es, wenn ich nochmal eins davon kriegen würde. Leider haben wir keins bekommen. Oh. Falls diese Karte Monster deines Gegners angreift, erhält sie nur während der Schaden 300. Okay. Wieso kann ich jetzt unseren Lava-Golem nicht spielen? Hat die hier irgendeine spezielle Fähigkeit? Du kannst diese Karte halt zum Loot anbieten. Füge deine Hand ein DD von deinem Deck oder deinem Friedhof hinzu. Okay, was hat die noch hier so? Ah, das muss mit der Karte zu tun haben, wahrscheinlich. Weil man ja mit der keine Spezialbeschwörung machen kann. Ob, dass das natürlich auch auf mich ausgewirkt wird, das ist mir neu. Oder ich habe irgendwas übersehen und falsch gemacht. Das ist natürlich durchaus auch möglich, aber ich glaube es jetzt weniger. So, wir machen jetzt. Ach komm, wir aktivieren die jetzt einfach mal noch. Und ja, das mit dem Folgeprojekt ist auf jeden Fall nicht Assassin's Creed. Und du hattest mich auch gefragt, was denn dann
Was denn der Grund war, weshalb ich das erst pausiert und dann abgebrochen hatte? Ja, der Grund war der, dass ich da irgendwie jedes Mal beim Aufnehmen Schwierigkeiten gehabt habe. Und so musst du dir das so vorstellen. Okay, wir haben auf jeden Fall in der nächsten Runde gewonnen, wenn ich meinen Lava-Golem schwingen kann. Und, ja, okay, jetzt hat's geklappt. Also lag es wahrscheinlich doch an diesen. Nee, warte mal, das lag an denen. Diese Karte kann nicht als. Ach so, weil sie nicht als Tribut angeboten werden kann. Ich verstehe. Okay, wir haben gewonnen. Erste Runde. Weil ich da jedes Mal beim Aufnehmen irgendwelche Schwierigkeiten hatte, dass da jedes Mal der Ton irgendwie ein, zwei Sekunden hinterher hing. Und dann gab es das Problem, jedenfalls anfangs, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile gepatcht haben, das mit dem Speichern. Ich konnte zwar anfangs, wenn ich ein Spiel geladen oder neu angefangen habe, konnte ich einen Speicherstand auswählen, aber wenn ich im Spiel gespeichert habe, konnte ich halt immer nur den Speicherstand auswählen, wo ich, oder besser gesagt, den Speicherstand, den ich da ausgewählt habe. Ich weiß nicht, ob das eine Frau sein soll, keine Ahnung, komm, ich spiele nochmal gegen ihn. Und ja, da gab es halt dann immer die Schwierigkeiten, wenn das dann einmal passiert ist. Und Assassin's Creed habe ich auch immer im Voraus aufgenommen. Und deswegen konnte ich da jetzt auch nicht immer genau hinschauen oder nach jedem Part sagen, ja, es hat geklappt, alles gut, wir können weiter aufnehmen. Nein, da hat es mich dann immer hart erwischt, dann beim Rendern sozusagen, dass ich halt dann die Video- und die Tonspur eingefügt habe und das dann jedes Mal. Oh, hammergeile Hand, muss ich sagen. Eine richtig geile Hand haben wir. Das wird auf jeden Fall ein sehr schnelles Duell, sage ich euch. Und ja, wir lassen es erstmal dabei bleiben. Mit den zwei haben wir auf jeden Fall eine Seas-Beschwörung vor, Leute. Und er will mich nicht angreifen, das finde ich natürlich böse von ihm. Aber naja. So, okay, da würde ich sagen, wir lassen uns schon mal ein wenig Zeit. Fügen ihm jetzt schon mal Damage zu. Und ja, wenn alles gut läuft und er uns angreift, können wir in der nächsten Runde auf jeden Fall schon Schluss machen. Nein, und dann hatte ich jedes Mal das Problem, denn wenn dann ein Part für einen Arsch war, auf Deutsch gesagt, dass ich, ja, wie soll ich das jetzt sagen, jedes Mal an die Stelle wieder spielen musste, da ich ja halt keinen separaten Speicherstand hatte, weil ich es halt nicht separat speichern konnte. Und das ist mir zweimal passiert. Und beim dritten Mal habe ich mir gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock, wieder von vorne anzufangen und jetzt offline bis an die Stelle zu spielen, wo ich da war. Und ja, so ist das halt passiert. Und da habe ich mir dann gesagt, nein, da, weil das auch zwei oder dreimal passiert war, da habe ich keinen Bock mehr, habe ich mir gesagt. Und ja, deswegen habe ich dann Assassin's Creed nicht weitergespielt und ich werde es auch nicht weiterspielen. Ich habe es nämlich mittlerweile schon offline weitergespielt und auch schon durchgespielt. Also ich kenne mittlerweile schon alles und ja, das ist natürlich dann auch wieder doof. So, bam. So, jetzt aktivieren wir. Ah, komm, machen wir die jetzt noch. So, jetzt machen wir unseren Reflektorschleim oder so. Und ja, ich liebe diese Reflektorschleimkarten. Erstens, das sind richtig geile Verteidigungskarten. Und wenn ich dann. Oh nein. Ach nee. Okay. Müsste trotzdem klappen. Ich bin mal gespannt, was für eine Karte er sich aussucht. Aber er kann ja so oder so keine. Okay, er sucht sich ein Monster aus. Er kann sich auch so oder so jetzt keine Spezialbeschwörung machen. Einen Angriff könnte man notfalls noch blocken. Und ja. Wir haben gewonnen, Leute. Denn wir machen jetzt ganz einfach gleich eine böse Seas-Beschwörung mit einem richtig heftigen Monster. Wir könnten entweder das nehmen, aber ich nehme das hier. Ihr seht, wir nehmen einfach zwei geile Fallenkarten. Verteidigungsfallenkarten und machen jetzt erstmal ein richtig OP-Monster, was übrigens auch einen richtig nice Effekt hat. Und zwar, wenn ich jetzt hier eine Seas-Karte oder ein Material abhänge, kriegt der Gegner 2000 Damage und das ist ideal für mein Life-Destroyer-Deck. Und ja, damit haben wir gewonnen. Insgesamt hätte ich mit der Karte 4000 Damage machen können, das ist schon richtig hart. Und deswegen habe ich damit auch schon in der ersten Runde gewonnen, wenn ich diese Kombination ausführen konnte. Und ja. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen oder sonst was habt, schreibt sie unten in die Kommentare oder eure Deckwünsche.
wünsche für das Tutorial morgen auch. Und ja, jetzt werden wir uns, denke ich mal, gleich nochmal in der Deckbearbeitung oder der Deckkonstruktion wiedersehen. Und dann sage ich, haut's rein oder bis gleich. Tüdelü. Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück. Ja, das war mal eine schnelle Pause, würde ich mal sagen. Und ja, Monkey D. Luffy, du hast dir gewünscht, ich soll dir mal zeigen, wie man denn ein neues Deck machen kann. Okay, das ist jetzt halt das Startding, was halt jeder, der zum Deck ändern reingeht, als erstes sieht. Und ja, hier ist halt mein Standard-Drachendeck, das was ich halt aus dem vorherigen Teil übernommen habe. Halt schon leicht verbessert und verändert, aber naja. Du hast gesagt, du willst ein neues Deck machen und willst das erste Deck nicht verlieren oder löschen. Und ja, da gehst du auf Deck, dann gehst du auf Rezept ändern. Und hier siehst du halt dann jetzt meine ganzen Decks, die du derzeit hast. Und da geht das eigentlich ganz easy. Ich kann dir eigentlich empfehlen, entweder lädst du jetzt hier direkt keine Daten, aber ich empfehle dir, wenn du jetzt ein spezielles Deck machen möchtest. Du möchtest jetzt, keine Ahnung, du möchtest jetzt dieses Toon-Deck haben. Dann lädst du dir dieses Toon-Deck und da werden dir natürlich die Karten angezeigt, die du schon hast oder die dir noch fehlen. Aber du lädst dir jetzt einfach dieses Toon-Deck, Rezept laden, das machst du zweimal A oder wie es dann auf der PlayStation wäre X. Und ja, schon hast du jetzt die Karten geladen und hast jetzt das Deck. Toon steht schon oben, auch sparst du dir natürlich dann den Deckname hinzuschreiben. Dann gehst du auf Kartenauswahl und wenn du jetzt ein vollständiges Deck, sag ich mal, hast, oder du hast jetzt kein vollständiges Deck, kannst du halt erstmal durchschauen und dann gebe ich dir den Tipp, wenn du jetzt so ein Deck machen möchtest und du möchtest jetzt bestimmte Karten nicht haben, dann schmeißt du einfach bestimmte Karten raus und setzt dann die Karten rein, die du halt haben willst. Das ist eigentlich ganz easy. Du hast halt dann hier Extra Deck und Side Deck, benutze ich eigentlich kaum. Du kannst halt dann noch in die Truhe gehen, dann gehst du auf Suche und ja, dann gibt es halt hier Kartenrand, Typen gibt es halt hier und da gibt es auch Tun, wenn ich mich nicht täusche. Nochmal Dinosaurier. Okay, Tun gab es jetzt nicht, wenn ich jetzt. Okay, hier gab es auf jeden Fall keine Toons. Da musst du hier runtergehen auf Suchbegriffe und musst dann die diesbezügliche Kategorie auswählen, sozusagen. Hier gibt es nämlich Toon Monster. Ich wusste doch, dass es irgendwo Toons gibt. Und klickst das einmal an und dann gehst du ganz nach rechts auf Suche starten. Und dann hast du jetzt die ganzen Toon-Karten. Insgesamt gibt es jetzt hier 12 Toon-Karten. Also wo Toon halt im Name vorkommt und ja, dann kannst du halt dein Deck zusammenwürfeln und ja, dann gehst du auf Suche zurücksetzen, dann gehst du auf dein Deck, guckst, ich packe halt immer Karten erstmal rein, erstmal alles rein, was ich so habe und was mir so praktisch vorkommt und dann sortiere ich halt dann nochmal grob aus und ja, dann spiele ich halt mit den Decks und dann gucke ich, ob die Karten gut zusammenpassen. Wenn nicht, packe ich die wieder raus und packe dann wieder neue rein. Und wenn du dann Karten rauspackst, empfehle ich sie dir nicht direkt ins, ja, wie heißt es jetzt nochmal, in die Truhe zu packen. Meine Fresse. Sondern erstmal an die Seite. Da hast du sie nämlich dann halt schneller wieder zur Auswahl, um sie wieder ins Deck zu packen. Und ja, wenn du dann fertig bist, gehst du dann auf Deckname ändern und dann gehst du auf Rezept ändern, dann gehst du halt auf eine leere Datei, klickst die an und machst Rezept speichern. Und ich gebe dir noch einen Tipp, gib vorher den Deckname ein, weil wenn du dann nochmal an den Deck was rumexperimentierst und hast jetzt einen anderen Deckname als Toons eingegeben, ein normal jetzt ein Toon-Deck, da wird da halt dann wieder Toons dastehen. Also gib den Deckname vorher ein. Dann gehst du einfach auf Rezept speichern und schon hast du dein Deck. Ja. Und das ist eigentlich das ganze Präzise oder Rum-Di-Num, um ein Deck zu machen. Und ja, ich gebe dir halt immer einen Tipp. Such dir hier ein Deck aus. Muss ja nicht unbedingt jetzt ein Toon-Deck sein. Dann such dir halt irgendein Deck aus, wo halt jetzt, du machst jetzt ein Drachendeck, dann suchst du dir halt ein Deck aus, wo halt schon viele Drachenkarten drin sind, die du,
vermutlich in dein Deck nehmen möchtest, da sparst du dir dann sozusagen in der Truhe das Karten suchen, weil du sie halt dann schon im Deck drin hast. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und falls du noch irgendwelche Fragen hast, schreib sie mir unten in die Kommentare. Ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen oder allen anderen dann vielleicht auch, die da noch nicht so ganz zurechtgefunden sich haben. Und ja, dann sage ich haut's rein und dilü, bis morgen.